Simon Geschke ist einer der deutschen Lichtblicke bei der Tour de France. Der Berliner überzeugt als wichtigster Helfer von Mitfavorit Tom Dumoulin und als Ausreißer wie bei seinem 6. Platz am Samstag. Kein Etappensieg, kein Problem. Der stärkste Vollbart im Profiradsport war auch nach seinem 6. Platz die Zufriedenheit in Person. Ich bin ziemlich happy und hatte richtig Spaß, sagte Simon Geschke, nachdem er auf der 14. Etappe der Tour de France nach Mende stundenlang eine Fluchtgruppe über die Steigungen der Ardèche geführt hatte. Ich denke, ich habe alles richtig gemacht. Diese Feststellung lässt sich bedenkenlos auf das gesamte Auftreten des 32-Jährigen bei der 105. Frankreich-Rundfahrt ausdehnen. Auch wenn es am Samstag fast exakt 3 Jahre nach seinem Überraschungserfolg auf der Alpenetappe nach Praloup nicht zum neuerlichen kleinen Tourwunder langte, Geschke, der kleine Kämpfer mit dem großen Herzen, ist neben Roubaix-Sieger John Degenkolb einer der Lichtblicke in einer aus deutscher Sicht enttäuschenden Rundfahrt. Eigene Platzierung spielt keine Rolle, Geschke überzeugt als Einzelkämpfer, wenn er wie am Samstag beim Sieg des Spaniers Omar Fraile auf dem hammerharten Schlussanstieg in Mende einen Freifahrtschein erhält. Er ist der mit Abstand beste Deutsche im Gesamtklassement, lag Samstagabend auf Rang 22 besser platziert, war zum Tourende in der Post-Ulrich-Klöten-Erano-Rundfahrt-Talent Emanuel Buchmann 21. 2016, 15. 2017. Vor allem aber glänzt Geschke als unermüdlicher Berghelfer seines Sunweb-Kapitäns Tom Dumoulin. Ich war noch nie so weit vorne in der Gesamtwertung, aber meine eigene Platzierung spielt keine Rolle, sagte Geschke. Wir haben in Tom den Gesamtdritten, er ist mega stark. Wenn ich als Helfer weit vorne bin, ist das eigentlich nur Bonus. Der Toursieg mit dem Niederländer Dumoulin, den Geschke als Adjutant schon zum Giro-Triumph 2017 führte, ist das große Ziel der in Deutschland lizenzierten Sunweb-Mannschaft in der In-Rot-Captain Nikias Arndt ein weiterer deutscher Profi eine zentrale Rolle spielt. Und diesem Ziel ordnet sich Geschke konsequent unter, vor allem an den langen Rampen in den Pyrenäen-Etappen. Ab Dienstag ist der fast unkaputtbare Berliner gefragt, für eigene Ambitionen wie am Samstag bleibt wenig Raum. Geschke als treuer Simon, gefragt, es war mein Ziel, wenigstens mal wieder um einen Etappensieg mitzufahren, sagte Geschke. Ganz kurz habe er auf dem Weg nach Mende auch an seinen größten Karrieretag gedacht. Der Sieg von Praloup, als er als Solist über 2 Anstiege und 30 Kilometer zum bislang letzten deutschen Sieg bei einer Hochgebirgsetappe in der Tour stürmte, jährte sich am Sonntag zum 3. Mal. Es war eine ähnliche Situation wie damals. Aber leider gab es heute nicht so viele taktische Varianten, die mir hätten zugutekommen können wie 2015, sagte Geschke, der am Schlussanstieg den explosiveren Fahrern wie Fraile und dem zweitplatzierten Julian Alaphilippe nicht folgen konnte, dem Cycling-Magazine. Und es passte ins angenehme Gesamtbild des treuen Simons, des selbstlosen Unterstützers, dass er dies höchst sportlich nahm. Ich hatte einen guten Tag und gute Beine, es waren aber einige Fahrer besser, sagte Geschke. Die Fahrer, die vor mir waren, waren verdienterweise vorn. So einfach kann Radsport sein.